Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17 The Journey. Mr. Alexander, wow, 2-0 gegen C-Plays, das war sein Ergebnis. Swans, Hashtag Swans City. Ich hätte gern noch so ein paar Tore wie das von Mr. Alexander. Mr. Alexander ist erst 17 und schon Spieler des Tages der Premier League. Hashtag zielstrebig. Glückwunsch an meinen Ex-Mitspieler Mr. Alexander und Swansea zum Erreichen des FA Cup-Finales. Ich halte zu euch. Hashtag holt euch das Ding. Freue mich aufs FA Cup-Finale. Ich werde meinen alten Club in Wembley besiegen und allen zeigen, wie langweilig Mr. Alexander ist. Hashtag Matchwinner. Mr. Alexander, dein Opa und ich sind wahnsinnig stolz, dass du das FA Cup-Finale erreicht hast. Wir werden dich anfeuern. Ja, aber vorher gibt's erstmal Training. Wer ist bereit für ein bisschen Training? Ich. Heute. Ich denke, heute geht es um Zweikämpfe. Ja. Herrlich! Oh. Ja. El Rondo war drin. Sorry, Leute. Mr. Alexander muss in die Startelf. Da gehört er hin. Das ist echt ein echter Sieg gerannt und Siege mag ich. Mr. Alexander ist wieder da, um Regas Walker zu er. Gegen Manchester United. Southampton hat uns leider überholt gehabt, weil wir halt diese Probleme mit dem Unentschieden hatten und so. Aber das sieht trotzdem relativ gut aus. Old Trafford und Manchester United, das muss man im Grunde immer in einem Satz nennen. Umso ärgerlicher für die Man United-Fans, dass die Rekordzuschauerzahl in einem anderen Spiel aufgestellt wurde. Ja, das war im FA Cup Halbfinale 1939, also ein paar Jährchen her. Und dabei spielte nicht einmal Manchester in dieser Partie, sondern die Wolverhampton Wanderers gegen Grimsby Town. Und die Einblendung zeigt uns, wie Manchester United heute spielt. Sie gehen es offensiv an. 4-5-1 heute. Denkt man ja erstmal gar nicht, wenn man da nur eine Spitze sieht. Aber aus dem Mittelfeld kommt da geballte Power nach vorne. Und da haben wir die Startformation von Swansea City. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Nee. Wayne Rooney! Uff. Klasse aufgepasst vom Torwart. Und Eckstoß für Manchester United. Versucht's mit dem Kopf. Kein schlechter Kopfball hier, aber trotzdem der Ball vorbei. Da war mehr drin. Er hat den Ball wohl nicht voll getroffen. Cork. Philipp Bernard am Ball. Und schon Lauf. Martial. Und Carrick. Und er gewinnt den Zweikampf. Shaw. Schneiderlein. Nun Schneiderlein. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Gutes Tackling. Den spielt er gut. Geht er rein? Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Gut gemacht. Den Ball holt er sich. Spiel geht weiter. Vorteil für Man United. Und Mkhitaryan.
Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Das könnte die Gelegenheit geben. Hunter. Oh. So wird das nix mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Eckstoß also. Wo geht denn der Ball hin? Martial. Er nimmt ihm den Ball ab. Spielt den Ball direkt zurück. Guter Pass. So machen sie das Spiel breit. Jetzt Ibrahimovic. Das war nicht zwingend genug. Den hält er sicher. Und er gewinnt den Zweikampf. Und Schneiderle. Martial. Nun Rooney. Alter. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit. Zermürbend für den Gegner. Montero. Jetzt müssen sie aufpassen. Sehr gut. Hunter. Oh. Und der Torhüter ganz sicher. Manchester United noch immer ohne Tor in dieser ersten Hälfte. Und nun Ibrahimovic. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Nein, geh doch einer zum Ball. Oh. Alex Hunter. Sigurdsson. Jetzt wird's gefährlich. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen. Und die Chance. Der ist drin. Und jetzt führen sie. Von. Ah. Barrow. Dachte Philipp Bernard. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Valencia. Da passt auf. Jetzt vielleicht mehr Alexander. Rooney. Schneiderla. Jetzt ist er durch. Ibrahimovic. Oh. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Und jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Jetzt Hunter. Oh. Diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Martial. Defensive steht. Federico Fernandes. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch ein Tor. Wir haben Halbzeit 1 gesehen. Und damit ist hier noch alles offen. Klasse Leistung heute. Und jetzt darf er sich seinen verdienten Applaus abholen. Sehe ich ähnlich. Er hat sich richtig in die Partie reingehauen und war für mich heute einer der Besten. Jetzt könnte was über Ibrahimovic gehen. Nein. Hunter! Nein! Tor. Guter Versuch. Oh Mann, ey. Das Spiel macht mich fertig. Valencia. Carrick. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ah, das könnte sein. Da ist der Ausgleich und alles zurück auf Anfang. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1:1. Schon wieder. Jetzt Alexander. Jetzt kommt der Schuss. Oh, das war knapp. Abseits. War richtig entschieden in meinen Augen. In meinen Augen nicht. Gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen.
Und da gibt's jetzt den Einwurf. Er geht runter, gute Leistung und eine seiner besten Szenen. Sehen wir jetzt nochmal eine Wiederholung. Nein. Die Flanke war nicht gut, einfach zu klären. Klasse aufgepasst. Er nein, nein. Da kommt der Schuss. Nein. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Oder ist der Torwart da? Er hält das Unentschieden fest. Und die Ecke ist jetzt sicher eine gute Gelegenheit. Ball im Aus, Einwurf. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Alex Hunter. Er pfeift das Foul nicht ab. Foul von Man United gibt Freistoß. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu... Macht er ihn! Schön gehalten! Oh. Nicht gut vom Torwart. Spielt den Ball in den freien Raum. Hunter! Ja. Und jetzt haben sie die Nase vorn! Yes! Hunter zeigt hier all seine Klasse. Der wird seinen Weg gehen, Wolf. Da bin ich mir absolut sicher. Er liefert ja jetzt schon tolle Leistungen ab. Jetzt muss mehr kommen. Von Manchester United, die Red Devils liegen hinten. Alex Hunter. Martial. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Shaw. Da bahnt sich ein Wechsel an bei Man United. Pogba jetzt. Wir sollten wechseln. Unsere Verteidiger. Passiert jetzt was? Ibrahimovic. Den Ball hält er gut. Ball immer aus. Es gibt Ecke für Man United. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Der Angriff könnte was werden. Macht er den? Sigurdsson, super gemacht vom Torwart. Eine gute Möglichkeit hier, es gibt Ecke. Und nun ein Schuss. Alexander mit dem Foul. Gelb. Jetzt muss er aufpassen, er sieht die gelbe Karte. Vertretbare Entscheidung, der Schiri stand gut. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. So langsam läuft den Red Devils die Zeit davon. Kein Wunder, dass sie jetzt nochmal alles versuchen und taktisch auch nochmal umstellen. Jetzt wird's interessant. Sie. Marcus Rashford! Jetzt ist die Kugel weg. Wegen dieser Atmosphäre lieben wir Old Trafford natürlich. Ja, das ist immer wieder ein Highlight, sicherlich auch für die Spieler. Die werden jetzt noch mal alles versuchen, die Niederlage zu verhindern. Die Gäste werden wechseln. Sigurdsson. Wird's jetzt gefährlich? Man United holt sich den Ball zurück. Bailly. Da kommt der Pass auf außen. Gut gemacht, kann er blocken. Und jetzt der Schuss. Hier sehen wir nochmal, dass es eine sehr, sehr enge Entscheidung war, aber sehr gut gesehen vom Schiedsrichter gespannt. Routledge. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da hat der Torwart gar kein Problem. Bailly. Sie brauchen jetzt ein Tor, aber nicht so. Der Verteidiger kann den Pass unterbinden. Die Gelegenheit. Das könnte die Gelegenheit geben. Hunter. Jetzt ist die Gefahr vorbei. Der Torhüter hat den Ball.
Der Torhüter treibt seine Vorderleute an. Der Ball soll lang gespielt werden. Viel Zeit ist ja nicht mehr. Er macht also genau das Richtige. Puh. Tor hat heute den Unterschied gemacht. Das Endresultat lautet 2:1. Sie gewinnen das, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten. Ja, und da sind wir dann wieder bei der Geschichte mit diesen Statistiken. Es kommt ja auch darauf an, was man am Ende aus dem Ballbesitz macht. Und da waren sie dann effizienter. Was denkst du zum Auftritt von Alexander heute? Ganz wichtiger Mann bei diesem tollen Sieg. Sein Tor hat den Ausschlag gegeben. Da hat er mal wieder gezeigt, was er drauf hat. Auf der anderen. Sehr gut. Alex, wie fühlt es sich an, das Siegertor zu schießen? Hey, Karen. Ich denke, der Coach hatte die perfekte Taktik. Man darf nicht in Panik verfallen, wenn es nicht sofort klappt. Aber wir sind ruhig geblieben und haben dem vertraut, was wir tun. Heute also die gelbe Karte, Alex. Was halten Sie von der Entscheidung? Ich denke, das war absolut richtig. Ich bin zu hart rein und hab gelb gesehen. Ah, da fehlt mir wohl noch ein bisschen Sicherheit in solchen Situationen. Es geht viel um Erfahrung auf diesem Level. Die letzten Spiele sind super gelaufen für Sie, Alex. Haben Sie irgendwas umgestellt? Wie erklärt sich die gute Form? Der Trainer will, dass ich seine Strategie umsetze. Und genau das versuche ich auch. Und ich konzentriere mich auf die Teamrolle, die ich gemacht habe. Das war prima. Danke, Alex. Jederzeit. Ja. Mit Alex nicht mehr grätschen. Generell nicht mehr grätschen. Krieg das endlich in deine Birne rein, Tobi. Da ist der Zuwachs wieder voll. Unser Körper wurde gestählt. Okay. Oh. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Swansea 1-2, Mr. Alexander ist der Hammer. Verdienter Sieg heute, Mr. Alexander. Das Spiel hat richtig Spaß gemacht. Mr. Alexander sieht die gelbe Karte. Mr. Alexander, wow, mach die Dinger weiter so rein. Danke. Und Standards. Was gibt's dann Tolles heute? Was für ein schöner Arbeitstag. Fangen wir gleich mal an. Nee, Flanken, nee. Heute nicht. C und D, ja, okay. Mr. Alexander ist eine Wucht am Ball, der muss immer in der Startelf, sonst verlieren wir. Ich glaube, Mr. Alexander steht heute in der Startelf, da gehört so ein Hunter ja schließlich auch hin. Mr. Alexander, hoffentlich dürfen wir heute beide von Anfang an ran. Ich bin in Knipserlaune und brauche einfach dein Tempo. Gegen Everton. Ich bräuchte mal wieder was Neues zu trinken. Gleich bei der Pause. Was heißt Pause? Bei zwischen den Aufnahmen. Okay, Jungs, hört zu. Aufregende Zeiten, Gentlemen. Ich gehe davon aus, ihr seid vertraut mit der Tabellenlage. Vor einigen Monaten hat Andy, Mr. Butler, von der eventuell möglichen Titelchance gesprochen. Dank euch allen hier kann diese Möglichkeit nun tatsächlich Wirklichkeit für uns werden. Weswegen ich jeden von euch bitte, alles,
wirklich alles zu geben bis zum Saisonende. Ich bitte jeden von euch zu glauben. An euch selbst und an jeden von euch. Das ist etwas völlig Neues für viele unserer Fans. Für viele von uns. Ich weiß nicht, ob wir den Erstplatzierten noch holen können. Mehr erreicht, als wir uns am Saisonstart überhaupt erträumt hatten. Aber ich ermahne euch alle, hört nicht auf. In nur ein paar Wochen, ganz egal wie unvorstellbar das zu Saisonbeginn auch war, könntet ihr es sein, die die Premier League Trophäe hochhaltet. Ihr alle könntet das Team sein, welches in die Geschichte dieses Vereins eingeht und die Dominanz der Top 6 Vereine endlich knackt. Ihr habt's in der Hand, Gentlemen. Tschüss, Trainer. Das ist die Phase, in der Meister geboren werden. In der Geschichte geschrieben wird. Also, geht da raus. Jawohl, jetzt hab ich... was euch gehört. Komm schon, Jungs. Lilly macht mit. Finde ich toll. Uff. 13 Punkte aufholen. Schwierig. Aber ich gebe mir trotzdem Mühe. Herzlich willkommen im Liberty Stadium. Mein Name ist Wolfus. In der heutigen Partie spielt Swansea City gegen Everton. Und da haben wir die Startformation von Swansea City. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Hunter, der Abwehrspieler wirft sich in den Schuss. Ja, das gibt Eckball. Cordy Ahmad. Gutes Stellungsspiel und so holt er sich den Ball. Ich sag mal so, wenn wir jetzt noch Platz 1 einholen wollen, sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Dann sehr gut reingespielt. Dürfen wir kein Unentschieden mehr machen. Dann darf es nur noch Siege geben. Warum gibst du mir nicht den, der näher dran ist? Kommen am Ball. Jetzt liegt's vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Jetzt McCarthy. Barry. Gutes Tackling. Barrow. Alex, lauf. Alex Hunter. Mit dem Ball. Er ist frei, da kann was draus werden. Hunter! Yes! Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Das macht er ganz cool. Wo andere vielleicht die Brechstange auspacken, löst er das mit seiner brillanten Technik. Und er macht's genau so, wie man es von ihm erwartet. Der optimal. Spielt 15 Minuten. Jetzt Barry. Er spielt den Pass auf den Flügel. Deulofeu. Im Moment kommen sie nicht richtig durch. Die Abwehr steht gut. Wird das eine Torchance? Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Vielleicht jetzt. Kein guter Schuss. Der geht weit vorbei. Im Moment gibt es ja Transfergerüchte, ne? Um Alex Hunter, Buschi. Da waren zuletzt so einige Vereinsnamen zu lesen. Sogar eine Zahl steht schon drunter. 10. Alex Hunter! Oh. Den hält er super! Was? Es gibt Ecke. Cordy Ahmad. Tabanu.
Sieht gut aus, der Pass kommt. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Sehr gut aufgepasst. Abgefangen, gut gemacht. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Sag mir nochmal das mit den Transfergerüchten, bitte. Das würde ich ganz gerne doch nochmal hören. Und jetzt die Chance. Sigurdsson. Und da ist das Tor. Da haben sie sich klasse durchkombiniert und dann war er plötzlich ganz frei. Und so eine Chance nutzt er dann, das ist ja klar. Wir hatten uns doch ein engeres Match erwartet, aber mittlerweile haben sie sich doch einige Chancen rausgespielt, ne? Ja, Wolf, dann fällt eben auch mal das Tor. Ich bin jetzt auf die Reaktion gespannt. Jetzt steht es 2-0, das dürfte ihnen Ruhe geben. Ganz einfach an den Ball gekommen. Vor allem Transfergerüchte, wenn ich davon nichts weiß. Okay. Sie holen sich den Ball. Mirallas. Vielleicht wird das ja im nächsten Spiel nochmal erwähnt. Coleman. Fände ich gut. Lukaku. Bernard. Sigurdsson. Nun Barry. Coleman am Ball. Nun sag doch noch mal hier von wegen Transfergerüchten. Gut verteidigt hier. Sie haben den Ball. Barry. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Und wieso weiß ich davon nichts? Gefährliche Flanke, aber der Verteidiger ist zuerst am Ball. Müsste Ecke geben und die gibt's auch. Das macht er gut. Was nicht? Gute Flanke, noch besser aber die Abwehrarbeit. Kork. Alex. Oh, McCarthy. Das könnte eine Gelegenheit werden. Jetzt eine Chance. Den Ball hält er gut. Reguläre Spielzeit ist vorbei. 3 Minuten Nachspielzeit. Packt der Unparteiische noch oben drauf. Fairer Einsatz hier. Lukaku. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Das gibt einen Eckball. Da schießt er. Der Spieler hat den Ball klasse geblockt. Zur Pause eine Das nenne ich tolles Ding, schönes Tor aus kurzer Distanz. Der Trainer wird wechseln. Es kann weitergehen. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Eingewechselt. Das könnte die Chance werden. Jetzt ist der Angriff doch gestoppt. Der Gegner hat den Ball. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Jetzt Mirallas. Jetzt ist er durch. Diolofeo. Gut gemacht. Den Ball hat der Torwart sicher. Barrow. Uschi. Wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Macht doch hier nochmal euren Job. Stoppen. Eure Klatsch. Alex Hunter. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Jetzt Hunter. Der Pass. Nichts zu halten hier. Nichts zu machen für den Torhüter. Der Ball geht flach ins Netz.
Puschel einhalten. Der erste Treffer hat ihn wohl beflügelt. Das ist hier schon der zweite. Und mit dem 3:0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Das könnte gefährlich werden. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Sehr gut aufgepasst. Ganz stark gemacht. Das gibt eine gute Gelegenheit. Da zieht er ab. Brillant. Yes. Der passt. Und das ist Nummer 3 für Alexander. Was für ein Auftritt von ihm. Unglaublich. Was für ein Instinkt und was für eine Quote. Das war sein drittes Tor in diesem Spiel. Was für ein Lauf. Vielleicht geht ja noch mehr. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Deulofeu. Die Gäste werden wechseln. Da passt er auf. Jetzt wird's gefährlich. Gut verteidigt hier. Sigurdsson. Und Hunter hier im Abseits. Jagielka. Bleib aus dem Abseits. Ja, tut mir leid. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Da trennt er ihn vom Ball. Ja, nee. Da brauchst du gar nicht mehr Problem. Der Torhüter hat den Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt könnte es gefährlich werden. Stark gearbeitet hier. Britain. Jetzt sag mir doch nochmal. Jetzt einen Angriff aufziehen? Das wegen den Transfergerüchten. Was soll denn das? Den Spieler schießt er ihn rein. Nein! Besser kannst du es nicht machen, wenn du eingewechselt wirst. Er macht sein Tor. Das dürfte ihm bisher nicht allzu oft gelungen sein. Mit Power, rums in den Winkel, Tor des Monats. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Viel bringt ihnen dieser Ehrentreffer natürlich nicht mehr, aber immerhin, das Ergebnis sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, Wolf, das ist ein schwacher Trost für die Fans, aber ganz ehrlich, heute war nicht mehr drin. Im Moment kommen sie nicht richtig durch, die Abwehr steht gut. Deulofeu. Niasse. Gut aufgepasst vom Verteidiger. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Da verlieren sie den Ball. Und Barry. Deulofeu. Jetzt Barry. Das ist jetzt seine Chance. Jetzt schießt er. Ganz starke Aktion vom Torhüter. Da war noch einer dran, daher Eckstoß. Ja, der Torhüter war noch dran. Rennen. Der Ball kommt, aber der Verteidiger ist dazwischen. Kork. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Und nun ein Schuss. Sehr gut gemacht vom Torhüter. 3 Minuten Nachspielzeit sind hier jetzt angezeigt. Klasse Technik. Das könnte er zieht ab.
tolle Aktion vom Torwart. Die Kopfballstarken sind mit vorne, gleich kommt die Ecke. Ja, das sollte es gewesen sein. Jo. Ein eindeutiges Ergebnis dieser Partie. 4-1 am Ende. Sie haben effizient gespielt und daher nicht unverdient gewonnen, oder Buschi? Ganz genau, Ballbesitz allein reicht eben nicht. Was sie mit dem Ball gemacht haben, war im entscheidenden Moment einfach besser. Der Sieg geht daher in Ordnung. Was denkst du zum Auftritt von Alexander heute? Hat für mich tatsächlich in diesem Spiel den Ausschlag gegeben, war der entscheidende Mann mit seinen 3 Toren. Sensationelle Leistung. Dreierpack. Hunter, Hunter, Sigurdsson, Hunter. Sensationeller Dreierpack. Stoke hat auch gewonnen. Spieler des Tages heute. Sagen Sie, haben Sie das nach Ihrer Leistung erwartet? Ich habe mich nur aufs Spiel konzentriert und genau darauf, was ich tun kann. Man ist nie perfekt und es gibt immer Momente, wo man seinen Kollegen helfen muss. Und darüber habe ich nachgedacht. Aber natürlich, es fühlt sich ziemlich gut an. Also Alex, 3 Tore hintereinander. Ein besonderer Moment für jeden Spieler. Sagen Sie ein paar Worte dazu. Es ist einfach toll, in so einem super Team zu stehen. Das sind alles klasse Spieler, die mich immer besser machen. Aber einen Feiertag zu machen, das ist was ganz Seltenes, oder? Also genieße ich das. Alex, die Teamaufstellung schien heute anders gewesen zu sein. So selten ist es für dich auch nicht. Kannst du was dazu sagen? Die Teamaufstellung ist immer noch gleich. Tja, es lief. Nein, der Trainer hat uns richtig aufgestellt. Wir haben uns an den Plan gehalten und das Resultat stimmt. Und das war's. Vielen, vielen Dank. Kein Problem. Danke. Ciao, Karen. Bis zum nächsten Mal. Ist Alex Hunter, wow, 4-1 gegen Everton, das war sein Ergebnis. 20 mit dem Sieg, ich freue mich schon aufs nächste Kapitel von Mr. Alex Hunter vs. Regress Walker. 20 und Mr. Alex Hunter holen sich den Sieg. Jetzt aber, Mr. Alex Hunter trifft, der gefällt mir. Mr. Alex Hunter in Topform, gefällt mir, was der Junge zeigt. Hashtag macht weiter so. Ziemlich beeindruckend, was Mr. Alex Hunter in letzter Zeit zeigt. Hashtag Klasse, Hashtag Alex Hunter. Aber ich würde sagen, ich hole mir jetzt erstmal was zu trinken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal und ciao.